Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Tut mir leid, es musste sein. Im letzten Part wurde ich, glaube ich, von diesem der Schuppenlose. Na, wie heißt der jetzt noch? Schnell. Ska? Nee, nicht Ska, wie komme ich auf Ska? Auf jeden Fall diesen Schuppenlosen Darkman. Da wurde ich verflucht. Ich habe mir deswegen hier 5 Läuterungssteine gekauft. Einen davon habe ich schon, also 6 habe ich mir gekauft. Einen davon habe ich schon verwendet, um den Fluch zu brechen. Und ja, der letzte Part war der 100. Dark Souls Part. Das habe ich deswegen nicht angesprochen, weil ich, wie gesagt, eine dicke, dicke Aufnahmesession hatte und ich hatte eben die ganzen Parts noch nicht gerendert. Jetzt hab ich sie allerdings schon alle gerendert. Und deswegen weiß ich auch, dass der letzte Part der 100. war. Also, hey, Jubiläum. Das heißt, der jetzige Part ist der 101. 101. genau, 101. Part. So. Ich will diesen Boss eigentlich besiegen. Also schlimm wie Ornstein und Smough ist eigentlich nicht. Der erste Run, den ich gegen ihn hatte, der war der beste. Das Problem an der ganzen Sache ist, bei diesem Run hatte ich nur einen einzigen Flakon. Und ich habe schon wieder Lebensenergie verloren. Ist diese Rüstung echt zu schwer? Und wie man aufgrund meiner Laune hört, ja, ich habe mich wieder beruhigt. Ich habe einen Tag Pause gemacht und habe mal die ganzen Dark Souls Parts gerendert. So. Tralala. Ich suche mir einfach irgendeine selbst erfundene Melodie daher. Kümmert euch nicht drum. So. Ich muss auf jeden Fall, bevor ich zu. Ist das Smough? Smough der Schuppenlose? Nee, oder? Auf jeden Fall der Schuppenlose. Das weiß ich ja noch. Ich weiß, dass er einen Zusatz der Schuppenlose hat. Bevor ich zu ihm gehe, werde ich auf jeden Fall Flakon trinken. Gehe ich richtig? Ja. Ich muss aufpassen, wenn ich latsche. Ich habe jetzt zum Glück nicht so viele Seelen, die ich verlieren kann. So, einmal saufen. Leider scheint Elektrizität gegen dieses Kristallvieh nicht ganz so gut zu sein. Aber trotzdem schade, der erste Run war der beste. Ich bräuchte etwas, das meine Fluchresistenz hebt. Aber ich habe leider nichts. Wow, das ist doof. Okay, rein. Seth, der Schuppenlose, so heißt er. Hä? Da ist meine Versteinerung, meine Verfluchung, wir finden hier immer. Okay, was auch immer er macht. Zack. Autsch. Sauf. Ey Maus, nicht jetzt. Das gibt's nicht. Ja, geil. Boah, nicht mich reinstoßen. Achso, hier ist überall was. Da kann ich ja gar nicht gewinnen. Danke, Antivir, dass du gestört hast. Du hast gerade alles versaut. Ja, hau ab. Aus diesem Grund habe ich mir die Läuterungssteine zugelegt. Muhaha. Aber trotzdem, wie gehe ich vor? Ich bräuchte was, was meine Fluchresistenz hebt.
35, das ist ja erbärmlich wenig. Steigert Abwehr und Giftresistenz, das nützt mir nichts. Die Stufe legt die Fluchresistenz. Ah! Moment, heißt das, wenn ich menschlich bin? Die Fluchresistenz oder wie? Moment, jetzt habe ich 35. Habe ich eine Menschlichkeit? Ja, habe ich. Ich versuch's mal. Fünfundvierzig, wenn ich mich menschlich mache. Fünfunddreißig, verdammt. Wo kann man gut Menschlichkeit farmen? Bei den Ratten in der Kanalisation. Kann ich mich dahin teleportieren? Die Tiefen, das waren doch die Tiefen, oder nicht? Hoffentlich, sonst habe ich ein Problem. Ja, es waren die Tiefen. Oder Untiefen, von mir aus. Hör auf! Ja, schließen, genau, ich werde schließen. Das ist blöd, dass ich jetzt gegen einen Haufen Raffen, genau. Dass ich jetzt gegen einen Haufen Ratten kämpfen muss. Da sind sie ja auch alle. Vergiftet mich nicht. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich offscreen Menschlichkeit gefarmt. Eine kleine Ratte. Aber es kommt. Du hast mich erschrocken. Dummes Tier. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Eigentlich brauche ich eben pro Ratte nur einen Stuch. Da! Menschlichkeit. Geil. Moment, wenn ich Mensch bin, bekomme ich mehr Beutehäufigkeit, oder? Jetzt habe ich 300. Mhm. 350. Ja, Mann. Muss leider sein. Wie viel habe ich jetzt? Fluchresistenz 85, 380 Beutehäufigkeit. Sieht schon mal gut aus, aber das Farmen muss ich doch jetzt nicht aufnehmen, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Trotzdem ein bisschen doof, dass ich da jetzt extra fahren muss, deswegen. Wisst ihr was, Leute? Ich werde einen kurzen Schnitt machen, werde mir Menschlichkeiten zusammensammeln und werde dann hoffentlich mit viel Fluchresistenz nochmal gegen den Drachen kämpfen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht die Maus zu entfernen. Naja, egal. Wie ihr seht, ich habe mich mit Menschlichkeit tot gefarmt. Ich wollte eigentlich auf 99 das stoppen, weil sicher ist sicher. Oh, ich weiß, ich bin so schlecht im Spiel. Bis ich irgendwann gemerkt habe, die Fluchresistenz und die Beutehäufigkeit wird nicht mehr, auch wenn ich mich verschärfe. Deswegen habe ich jetzt Fluchresistenz von 35 auf 155. Ich hoffe, das reicht jetzt gegen den Drachen. Und Beutehäufigkeit, ja gut, ist gestiegen, aber die brauche ich eigentlich nicht. Ich habe jetzt genug Seelen, weil ich zwischenzeitlich habe ich zweimal gegen die Menschen aus dem Finsterwurzgarten gekämpft, um etwas mehr, um also wirklich
genug Seelen zu haben, genug Seelen zu haben, dass ich genug Seelen habe, damit ich aufsteigen kann. So. Und die restliche Menschlichkeit, ich habe hier vier Menschlichkeit, vier, nee, vier Läuterungssteine und 11 Menschlichkeiten habe ich noch bekommen. So. Die hebe ich mir so auf. So, ja. Was nehme ich denn? Bei Resistenz steigert die. Ja, Giftwiderstand. Fluchwiderstand nicht. Wahrscheinlich kann ich Fluch überhaupt nicht erhöhen. Nee. Blutresistenz, ja, danke. Mehr Lebenskraft wäre natürlich schon geil. Und um ehrlich zu sein, brauche ich das auch im Kampf gegen diesen schuppenlosen Drachen. Aber mehr Schaden raushauen wäre jetzt natürlich auch geil. Moment, was war für die magische Waffe? Versteckt Zauber und magische Waffen. Das heißt, wenn ich Intelligenz nehme, ist mein Blitzspeer stärker oder wie? Lebenskraft wäre jetzt natürlich auch Bombe. Ich nehme Lebenskraft. So, teleportieren ins Archiv des Herzogs. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Seelen, die ich verlieren könnte. Aber 32 Menschlichkeit, wow, ich glaube, ich war noch nie so menschlich wie. Hoppla. Ich höre was. Ich glaube, ich war noch nie so menschlich wie jetzt. Ich habe gerade ein bisschen. Ja. Nicht Angst, aber so ein bisschen Bedenken, dass mich so ein, ja, Finstergeist angreifen könnte, weil immerhin habe ich in der Kristallhöhle den Boss noch nicht besiegt. Und soweit ich das verstanden habe, kommen diese Finstergeister nur dann, wenn der Boss noch lebt. Und um ehrlich zu sein, einen Finstergeist, den bräuchte ich jetzt absolut nicht. Ich bin jetzt so menschlich wie noch nie zuvor. Wenn jetzt keiner kommt, dann weiß ich auch nicht. Ich darf jetzt nur nicht sterben, beziehungsweise ich darf nicht zweimal sterben. Nein. Und wenn ich jetzt zweimal sterbe, war alles umsonst. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich meine, gut, sicherheitshalber habe ich noch ein paar Menschlichkeiten gesammelt. Man kann ja nie wissen. Trotzdem, der schuppenlose Drache muss jetzt fallen. Ich habe mich jetzt so sehr hochgefarmt mit allem möglichen Zeug. Wenn ich ihn jetzt nicht besiege, dann wow. Dann wow, was für eine Aussage. Ja, aber dann ja, werde ich nie wieder so gute Chancen gegen ihn haben, wie jetzt in dem Run, den ich jetzt starte. Frag mich, wie ich mehr Flakons tragen kann. Ich kann ja nur 10. Aber irgendwie mit, keine Ahnung, Kunst des Entfachens oder wie das hieß, kann man ja mehr tragen. Ich glaube 15 oder 20. So ein bisschen Angst. Ich warte ab. Da rechts. Da geradeaus. Nicht runterfallen, bitte. Oh, danke. So. Feuer hilft, glaube ich, gegen ihn. Ich bin jetzt so gut ausgestattet wie noch nie zuvor gegen den Drachen. Okay. Irgendwie müsste ich euch in den Kreis locken oder so. Ja. Okay, durch. Hallo, schuppenloser Drache. Ja, das sind meine verfluchten Dinger. Aber nicht mehr lange.
So, zack. Jetzt brauche ich viel Platz. Verdammt. Ui, doppelt verdammt. Sauf schneller. Scheiß Bein. Ich habe gewechselt. Nicht mich reinstoßen. Überall ist es jetzt. Nein, sauf schneller. Nein, 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 nein. Jetzt macht er wieder einen Mega-Move da. Autsch. Weg, 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 weg. Scheißen Dreck. Nicht verfluchen, nicht verfluchen, nicht verfluchen. So nahe will ich nicht. Ich bin tot, scheiße. Ich war so gut, verdammt. So, ich starte hier, stimmt. Ich muss jetzt auf jeden Fall zuerst mein verlorenes Gut einsammeln, sonst kann ich für nichts garantieren. Weil das ist jetzt wichtig. Ich brauche so viel Fluchresistenz wie möglich. Und ohne Fluchresistenz kann ich diesen Drachen nicht besiegen. So, dann eben so. Renn. Vor allem jetzt, gerade jetzt ist der kritische Moment. Jetzt darf ich nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, war alles umsonst. Dann könnte ich übelst schreien. Lasst mich in Ruhe. Jetzt nur konzentriert bleiben. Und Glück haben. Ja, ich habe Lebenskraft verloren, das ist mir jetzt gerade egal. Wichtig ist nur, dass ich beim Drachen ankomme, und zwar jetzt in dem Versuch, dass ich mein verlorenes Gut wieder bekomme. Ja, der allererste Run, den ich gegen den Drachen geführt habe. Das war bisher der beste Versuch. Schön aufpassen. Nur nicht daneben latschen. Sich lieber dreimal mehr Zeit lassen jetzt.
Auch wenn das Projekt schon über 100 Parts lang ist, aber es ist mir egal. So, wenn es sein muss, abwarten. Stundenlang. Hier da lang. Da, so. Wo ist der nächste? Da vorne. Ist der da? Sehr schön. Ich weiß nämlich nicht, wie breit dieser Weg ist. So, sind wieder diese Pilze. Keine Ahnung. Oder Miesmuscheln. Angriff der Miesmuscheln. So. Durchgehen und sofort nach Menschlichkeit Ausschau halten. Wo ist sie? Irgendwo hier in der Ecke, oder? Weg da. Ich sehe sie nicht. Ich sehe mein verlorenes Gut nicht. Doof, wenn ich mein verlorenes Gut nicht mehr wiedersehen kann. So, einmal kurz saufen. Schade, ein Stuck ging sich nicht mehr aus. Ich muss mir merken, ich darf dem Drachen nicht so nahe sein, dass er mich mit seinem Schwanz wegtauchen kann. Weil das ist verheerend dann. Ich muss, wenn es geht, immer hinter ihm sein. Toll, jetzt wollte ich eigentlich abhauen. Ja, da macht das jetzt überall. Wie soll ich dem denn ausweichen? Ja, mein verlorenes Gut ist weg, all meine Menschlichkeiten. Ja, ich weiß, dass ich verflucht bin, aber nicht mehr lange. Ja. Ich sag mal, einen Versuch mache ich noch. 35 nur. Okay, auf 155 kann ich maximal. Das wird sich mit den Menschlichkeiten jetzt nicht ausgehen, aber. Was soll ich denn sonst gegen den Typen machen? Ich müsste mir vielleicht eine Feuerwaffe zulegen. Ich müsste wissen, gegen was der anfällig ist. Weil mein Blitzspeer ist ja eigentlich ganz gut, aber das ist das Problem an der Sache. Ich bräuchte eine andere, starke Waffe. So. 127. Wenn ich Glück habe, reicht das jetzt. Ich nicht eine andere starke Waffe. Meine Axt. Ja, die ist nicht stark. Ich weiß nicht, ist der Typ anfällig gegen Feuer? Und dann versuche ich es mal mit der Axt. Moment, habe ich so ein kohlehartiges Dingens? Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Das bräuchte ich jetzt nämlich. Weil Elektrizität scheint dem ja nicht so viel auszumachen. Aber meine Feuerbälle, die machen schon ganz gut Schaden. Deswegen habe ich mir auch gedacht, so ja, vielleicht meine Axt und diesen Kohlenharz da verstärken.
Das wäre auch noch eine Option, die ich abwiegen müsste erstmal. Weil Blitzspeer alles gut und schön, aber es scheint ihm nicht so viel auszumachen. Vor allem, wenn ich diesen Run jetzt wieder nicht schaffe, muss ich wieder in die Kanalisation Menschlichkeit farmen. Ja, leider, aber es ist nun mal so. Dark Souls ist nicht gerade ein leichtes Spiel. Wer das Gegenteil behauptet, so wie zum Beispiel Osoma, der ist entweder unglaublich geskillt, krank im Kopf oder ein Masochist. Osoma ist wahrscheinlich von allem etwas. Naja. Ich kenne Osoma schon lange genug. Ich weiß, dass er unverschämt geskillt ist. In vielen Spielen. So sehr, dass man es eigentlich gar nicht glauben mag. Vor allem ist er in Dark Souls durchgerannt wie nix. Die einzigen, die ihn aufgehalten haben, einigermaßen, sind Ornstein und Smough. Hau ab, du Mund! Das Problem. Ja. Moment, verlorenes Gut, verlorenes Gut! Achso, das war das Falsche. Warum habe ich jetzt schon Schaden bekommen? Weil der Mund mich gefressen hat, oder wie? Das ist ja blöde. So, das hat nur eine gewisse Reichweite. Ich getroffen, scheiße. Ich müsste ihn irgendwie herlocken. Nein! Blödes Bein. Oder Bein, sage ich. Ein Tentakel-Dingens. Ah, ich dachte schon. Versuch's erstmal mit Feuer. Oh nein. Lass mich weg da. Ja, schlag zu, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, 83, da ist mein kleiner Feuerball sogar stärker. Nicht zuschlagen oder doch, schlag zu. Alter! Nicht so nah. Jetzt bin ich hinter ihm, jetzt wird er wahrscheinlich noch übler. Der Move da! Der ist so übel. Okay, ich bräuchte eine Feuerwaffe. Wo kann ich dieses kohlehartige Zeug da kaufen? Ich glaube, ich weiß schon, aber zuvor bräuchte ich erstmal Geld. Moment. Ja, Goldharz, gut und schön, danke. Ich versuch mal was. Aber dafür muss ich die beiden Schlangenköpfe da erstmal töten.
Töte ich, dann bekomme ich insgesamt 1000 Dingens, Seelen. Danach geht's zum Feuerbannschrein, wo ich hoffentlich das bekomme, was ich suche. Sie sind beide tot. Perfekt. Ich bräuchte langsam aber sicher stärkere Pyromantie-Fähigkeiten. Mit meinem Mini-Zeug, da würde ich nicht so weit kommen. So, jetzt Feuerbannschrein. Das Problem ist, wenn das hinhaut, was ich vorhabe, muss ich jetzt wieder farmen. Und es gibt nichts, was mir mehr die Lust an ein Spiel raubt, als wenn ich nicht vorankomme und erst recht, wenn ich dann farmen muss. Ja, komm herangeflogen. Den will ich nicht. Natürlich ist meine ganze Menschlichkeit jetzt weg, meine Beutehäufigkeit ist weg. Ja. Der ist verloren. Ja, unnützes Zeug. Nee, Brandbombe. Stimmt, die könnte ich auch verwenden gegen den. Du, bitte ab Menschlichkeit. Menschlichkeit, bitte, 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 bitte. Doofe Ratte, hast keine. So, ich muss jetzt noch gucken, ob hier am Ende des Ganges dieser Händler oder Händlerin, ich weiß jetzt nicht, ob es er oder sie ist, dieses Kohleharz da verkauft. Wenn ja, bin ich gerettet. Wenn nein, habe ich ein Riesenproblem. Geil. 500 nur, noch geiler. Kann ich mir ganze zwei kaufen. So. 177, 218, gut, dann werde ich dann wohl Moment, Status. Wo steht der Schaden? Nirgendwo. Vierundachtzig. Ich will nicht die Brandbombe, Moment. Ich werde das jetzt mal testen, auch wenn ich dadurch eins dieser Dinger verschwende. So. Ne, steht nichts. Schade. Naja, egal. Bräuchte mal ein Opfer. Solange das Feuer noch anhält. Du da, bist genau der Richtige. 307, okay, das ist gut. Jetzt kann ich mir noch eins kaufen, cool. Ja, es hält lang an. Moment, ich muss mal mit Zweihänder versuchen. Das sieht doch gut aus. Ja gut, jetzt habe ich es nachgelassen, aber es macht nichts. Gut, dann werde ich wohl diese Axt im Kampf gegen den schuppenlosen Drachen verwenden. Aber das später. Erst den Blitzspeer. Weil ich muss jetzt viel Zeug wieder mal farmen. Oh, das ist so schrecklich.
werde noch öfter zu dir kommen. Gut, was habe ich jetzt als nächstes vor? Ich werde mich jetzt in die Kanalisation teleportieren, allerdings nicht mehr in den Part, das werde ich offscreen alles machen. Werde mich in die Kanalisation teleportieren, werde Menschlichkeiten farmen, werde mit den Seelen, die ich von den Ratten bekomme, wieder hierher gehen, dieses Feuerharz da holen, was ich eben gekauft habe. Werde dann. Oh, der hat was verloren. Werde dann, wenn ich einigermaßen. Kurzschwert, ja, danke, geil. Wenn ich einigermaßen ausgestattet bin, werde ich mit meiner Axt in die Kristallhöhle gehen, oder besser gesagt zu diesem Kristalldrachen zurück. Und werde mit der Verzauberung der Feuerkraft gegen den Drachen kämpfen. Ich glaube, dadurch habe ich die besten Chancen noch. Hast nichts mehr. Schade. Kann ich bei dir noch ein bisschen Zeug verkaufen? Teleportieren. Bei dir kann man auch teleportieren? Geil. Lila Muskeln habe ich eine ganze Menge. Brandbomben. Ja, bewahre ich mit Sicherheit aber auf. Kohleartiges Harz, das bewahre ich auf. 4000. Doppelmenschlichkeit habe ich auch. Okay. Dauerbrocken. Kurzschwert, weg damit. Gute Keule kann ich wahrscheinlich nicht verschärfen mit der Elektrizität. Rundschild. Puh. Das war's, glaube ich, oder? Ja. Ja, gut. Ist zwar nicht so viel, aber naja. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal für ein Part. Das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.